So, wollen wir mal gucken, wo die Orks sich hier aufhalten. Verdammt! Ein heiliger Maschinenkult ist fälschlicherweise irgendwo in der Stadt gelandet. Ah. Wir müssen das Gebäude sicherstellen und jeden Überlebenden retten. Es gibt noch viel zu tun! Na komm, mach das Ding zu Schrott. Die verdammten Orks haben ihre Gebäude innerhalb der Stadtmauern errichtet. Wir müssen sie zerstören, wenn wir die Kontrolle über die Stadt wiedererlangen wollen. Ja, bin doch schon dabei. Jetzt setz mich hier mal nicht. So, hier brauchen wir was. Wie schön sie doch schreien können. So, Scouts. Hier oben hat man noch irgendwo einen Scout-Trupp versteckt. Scouts bereit. Infiltriere so. Feindliches Territorium, Brüder. Wir nehmen das mal ein. Ja, weg damit. Nicht wundern, dass ich hier jetzt keine Abmoderation so zwischendurch mache, weil ich habe mir mal gedacht, ich nehme heute einfach mal so zwei, drei Missionen auf einmal auf in einer Session und werde ihn einfach passend zurechtschneiden, dass jede Mission, wenn es geht, aus gleich großen Parts immer besteht. Also weiß ich gar nicht jetzt, ob ich 20 Minuten Parts raushauen werde oder ob es weniger kürzere Parts werden. Also so, dass sie halt relativ gleich groß sind. Das hat mich beim letzten Mal so ein bisschen gestört, dass die Parts, einer halt 22 Minuten und der andere war nur so knappe 18 Minuten groß. Das war ein bisschen blöd. Ja, da, Panzer, mach kaputt. Da fliegen sie. Formiert euch! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Na los, mach ihn an. Scout, verteidige das Ziel. Tu das. Ja, macht mir kaputt. Da kommen die Jungs, da kommen die Panzer her. Ist auch frech hier aufzubauen. Leute, das können wir nicht machen. Da, das Ding machen wir kaputt. So, wo haben wir denn den Sergeant gerade schön in der Perspektive? Ich habe da gerade was gesehen. Wollte ich euch mal zeigen. Zoomen wir mal ein bisschen rein. Zack, zack. Da, Sergeant, das ist die dicke Energiefaust. Da. Oh mein Gott, schießen die Orks. Sie könnten uns eventuell treffen. Vielleicht, wenn sie Glück haben. Und wenn Montag wäre. Tja, war wohl nicht Montag. So, erstmal das dicke Ding weg. So, Skriptor. Geht nicht. Wo ist der Sarge? Chef, Chef, Chef. Chef hat keine Fähigkeiten? Ist ja mal voll assi. Ja, alles nach vorne los. Darauf. Welche Taktik? Du hast gar keine. Wie auch? Ich habe nicht meine. Ja, ja. Wow. Das war nicht so gewollt, hier einmal quer beim Bildschirm zu heizen. Gib mich den mal da. So. Der hat doch irgendwas vom Maschinenkult gefaselt, oder? Oh,
bereit. Allzeit bereit. Ich hege die Befürchtung, genau. Allzeit bereit. Hui, da fliegen die Scouts. Der Gegner muss in der Nähe sein. Schwärmen aus. Da, Panzer, futsch machen. Irgendwo, genau. So sagen wir, haben noch zwei 10er-Trupps und zwei 9er-Trupps. Wobei ja die Standardgröße für den normalen Space-Trupp eigentlich immer 10 Mann sind. Also ohne, dass sein Charakter angeschlossen ist. Aber irgendwie ist das hier nicht so richtig im ersten Dawn of War Teil rübergekommen. Weiß auch nicht warum. Da machen wir auch tot. Schwärmen aus. Schwärmen aus. Da ist Duster. Krabbeln wir mal hier lang. Ja, da kümmert sich schon wer drum. Mal gucken, was hat unsere Verteidigung. Lebt noch alles. Oh, lebt nur alles, jawohl. Lebt nur alles. Jawohl. Da lebt nix mehr. Wie sieht's hier aus? Ja, so. 2, 3. Jawohl. Geht noch in Ordnung. Ja. Euch schicken wir mal dahin. Wir werden es schaffen, ich weiß es. Scouts bereit. Allzeit bereit. Scouts, greift an! Scouts, greift an! Wir werden beschossen! Das werden die nicht überleben. Allzeit bereit. Gebt acht, Brüder. Der Gegner so, dann gehen wir hier auf die nächste Base. Schwärmen aus! Angreifen! Ja komm, mach Bums. Genau, bam, alles weg hier. Führen Sie die Ork-Wolde Mission abgeschlossen. Wie denn? Hier stehen noch mal welche. Mann. Immer diese Fehlmeldungen. Unnütz rumstehende Einheiten. Brüder, der Gegner muss in der Nähe sein. Schwärmen aus. Ja, da ist die Map zu Ende. Schwärmen aus. Schwärmen aus. Der hat doch was vom Maschinenkult gefaselt. Wo ist denn der? Schwärmen aus. Schwärmen aus. Wir werden beschossen. Ja, ja. Ja, ihr seid Köder, ihr dürft das ruhig. So. Das weg. Schwärmen aus. Schwärmen aus. Dann begeben wir uns mal in die Höhle des Schwärmen Löwen. Aus. Schwärmen aus. Wir werden angreifen. Weg damit den kleinen Zeug. So. Schwärmen aus. Das sind die Baueinheiten gewesen von den Orks. Mal gucken, ob wir ein bisschen Druck vorne an der Front wegnehmen können, indem wir hier ein paar Einheiten kaputt machen. Aber ich glaube in Erinnerung zu haben, dass die KI nicht ganz so clever ist, dass sie jetzt sagt, wir werden bedroht, wir ziehen mal den Angriff vorne ab und versuchen lieber zu verteidigen. Schwärmen aus!
Zerschlag Schwärmen auf! Jawohl! Ja. Moral des Trupps wiederhergestellt! So. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Oh, mal schauen, hier oben irgendwas. Schwärmen aus! Schwärmen aus! Ja, auch Gebäude. Wir werden beschossen! So. Hier haben wir einen Turm mit Raketenwerfer mal ausgerüstet, weil so langsam gehen mir die Panzer hier auf den Sack. Das werden wir hier auch mal machen. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Schwärmen aus! Angriff! Schwärmen aus! Aus der Ding noch weg. Dann schießen. Und das dann noch weg. Sollst du das Ding ja reparieren? Ja. Schwärmen aus! Ich kann sagen, da ist er noch einer. Dann kümmern wir uns mal wieder um die Links hier oben. Wo ist alles an Raketen? Da ist der Panzer. So, jetzt aber. So. Der Gegner muss in der Nähe sein. Den Trupp ziehen wir mal nach hinten. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja, dann haben wir hier wohl wieder den Druck raus. Könnt ihr nehmen. Ja. Und du komm mal her. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ziehen wir uns mal wieder ein bisschen enger zusammen, dass das hier wieder ein bisschen schneller geht. Der Gegner muss in der Nähe sein. Schwärmen aus! Schwärmen aus! So, das ist normaler Orks. Schwärmen aus! Ah, scheiß Panzerbikes schon wieder.
müssen eigentlich meine Panzer haben, verdammt ich. Mission abgeschlossen. So, für mich geht es dann direkt weiter mit der nächsten Mission danach. Ihr müsst euch dann wahrscheinlich genau einen Tag gedulden. Wir bleiben nicht hier und kämpfen. Ich bin der größte Ork hier. Und damit Bosch von euch dreckigem Haufen. Wir wollen die Space Marines wegmaschen. Aber dazu brauchen wir alle Boys. Nicht nur so einen schwächlichen Mob wie euren hier. Benutzt dein Schädel nicht nur zum Draufhauen. Wir sind Ochse. Und wir sind fürs Kämpfen und Gewinn gemacht. Ja, das mit dem Gewinnen. Ja, alles klar, du bist der Boss. Überlegen wir uns noch. Oberboss Okamungus holen. Er hat Besonderes für die Menschen geplant. Jo, ist schon erfolgreich. Ich mache hier mal einen Cut für mich. Für mich geht es dann auch direkt ein paar Sekunden später weiter. Ihr müsst euch auf morgen gedulden. Also, bis denne. Tschüss.